Kulinarisch haben die Spanier ja so einiges auf der Pfanne. Die Paella zum Beispiel. Erfunden wurde der Reiseintopf in Valencia. Und wussten Sie, dass es fast 200 verschiedene Varianten davon gibt? Die Story ist wirklich spannend. Versprochen. Schubecks Mittelmeerküche. Fröhlich, leicht und sonnig. Das sind meine mediterranen Gerichte. Bevor wir auf unserer kulinarischen Kreuzfahrt durchs Mittelmeer in Spanien einlaufen, legen wir noch ein Landgangerl bei den Griechen ein. Kalte und warme Vorspeisen. Mercedes. Da fahren Sie garantiert drauf ab. Und ich mache jetzt meine erste Vorspeise. Und zwar mache ich Garnelen mit Gigantes. Jetzt werden Sie sagen, Gigantes, was hat denn der, spinnt der? Nein, die Bohnen heißen so. Hier habe ich die Bohnen, die großen, da sind sie noch trocken. Hier habe ich es eingeweicht, also über Nacht ist am besten. Und dann werden sie 2 Stunden gekocht und dann schauen sie so aus. Und deswegen Gigantes, weil es Riesentrümmer sind. Die anderen sind halt so wie so ein kleiner Fingernagel. Gell? So. Und jetzt muss ich eine gute Marinade machen, ein bisschen Gemüse gehört dazu. So wie man halt Griechenland sich vorstellt. Da siehst du die Klippen, die Inseln, das Blaue von dem Meer. Und dann freust du dich direkt, wenn es da daheim kein Gemüse ist. Aber in Griechenland, da ist das. Und deswegen werden wir es jetzt gleich mal ein bisschen anschwitzen. Ja, okay, jetzt doriert sich nichts. Jetzt wird's das Ding, die Pfanne ist noch kalt. Warte noch. Ich gebe euch schon Speed. Ich gebe jetzt ein bisschen Öl rein, ganz ein neutrales Öl. Also ich brate nicht in Olivenöl an, weil ich mag den Geschmack vom Olivenöl. Wenn Sie das Olivenöl aber heiß machen, ist er weg. So einfach ist es. Das ist oft wie mit den Frauen. Bis tschaust, sind sie weg. Jetzt kommt ganz leicht. Gell? Jetzt habe ich einen Sellerie da. Und zwar einen Stangensellerie. Dann ein bisschen Paprika. Den nehme ich für die Farbe und für den Geschmack her. Ein bisschen klar geschnitten, dann braucht er nicht so lang. Und da habe ich die Bohnen, also wenn das jetzt ein bisschen angeschwitzt ist, dann nehme ich die Bohnen auch noch mit. Wissen Sie, wenn Sie jetzt einmal, das wissen Sie doch, da waren Sie einmal beim Essen irgendwo, eiskalte Vorspeisen. Dann denkst du, der kurze Fünferl hat er die wieder aus dem Kühlschrank rausgeholt. Das gibt's doch nicht. Also deswegen macht man es immer à la minute, so ein bisschen lauwarm, mundgerecht. Und dann freut man sich, weil man glaubt, das hat er jetzt extra für mich ganz frisch gemacht. Und manchmal stimmt's auch. Und ich finde, wenn man draußen ist, am Balkon sitzt und schaut dann aus und sagt, mein Gott, da möchte ich jetzt wohnen, dann darf ruhig einmal ein bisschen was Pfiffiges in den Salat rein. Und in dem Fall, da würde ich sagen, so ein bisschen Knoblauch, der schadet doch überhaupt nicht. Und wer jetzt schon wieder die Nosen aufzieht, ja, dann darf es halt nicht rein. Ich mag es, wenn es schmeckt. Mittel verlassen. Und damit das jetzt nicht anbrennt, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja keine Aromastoffe groß da drin, gebe jetzt ein bisschen Geflügelbrühe rein. Wenn Sie die gerade nicht zur Hand haben, dann nehmen Sie ein bisschen Wasser her. Okay, so machen wir das hier. Nicht so viel, nicht wieder so ein Wasserlacker da drin schwimmen lassen. Jetzt die Bohnen rein. Das langt. Wenn Sie zu viel rein tun, dann sieht man wieder von unserem Gemüse nichts. Und die lasse ich jetzt so ein bisschen mitlaufen. Jetzt, wenn Sie da mal reinschauen, dann haben Sie doch eigentlich schon Lust, das zu essen. Mal ganz ehrlich gesagt. Bisschen Bohnenkraut noch rein. Passt doch jetzt einmal. Endlich darf das Bohnenkraut einmal alleine mit den Bohnen, da sagen jetzt scharf, ihr mal ja, Burschen. Riecht gut, nicht zu heiß. Bitte keinen Essig da rein, weil sonst bleibt das Gemüse so hart. Das machen wir erst später. Jetzt streifen wir das da rein. Das hat noch gute Struktur. Flüssigkeit hat es. Das machen wir jetzt richtig sauber hier. Und dann kann ich das Pfandl nämlich nachher gleich wieder hernehmen. So, deswegen habe ich da ein Handtuch. Dann machen wir es da her wieder. Jetzt tun wir erst ein Essig drauf. Da darf man schon ein bisschen einen Schluck hingeben, weil die Bohnen natürlich sich freuen, wenn sie ein bisschen einen Schub kriegen. Jetzt haben wir das Olivenöl drauf. Es ist nämlich so, manchmal ist weniger mehr. Denn jetzt kann ich noch 20 verschiedene Dinge rein tun, dann sagt er, die mag ich ja gar nicht. Was hast denn du da drin? Da habe ich noch ein paar Kalamata-Oliven. Die Oliven bitte nicht heiß machen.
Die kennen Sie jetzt so nicht, oder? Ja, das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Denn wenn ich es jetzt anschneide, dann nehmen sie zu viel Fahrt auf und werden sie ein bisschen zu dominant. Und so, würde ich sagen, schaut der Salat richtig gut aus. Mein Salatdressing braucht nur noch ein bisschen Chilisalz und etwas Zucker. Denn wo Essig drin ist, da gehört auch ein bisschen Zucker rein. So. Wunderbar. Den lassen wir jetzt ein bisschen ziehen. Gehen wir rüber zu unserer Käsestation. Und zwar heute durch Feta-Käse, den kennen Sie ja im griechischen Salat. Wirklich wunderbar, auch nur mit ein bisschen Olivenöl. Und heute durch ihn panieren. Die älteren Herrschaften unter Ihnen, die werden sagen, war man den früher nicht auch den Camembert paniert mit Preiselbeer? Gell? Das war gut, finde ich auch. Und jetzt werden wir den Feta-Käse panieren, den haben sie noch nie paniert. Ei, bisschen verquirlen. Und damit es ein bisschen pfiffiger schmeckt, Käse mag natürlich auch gerne Oregano. Und ich mag aber gern ein bisschen Muskat drauf. Ich sag, was ich noch gern will. Ein bisschen Zitronenabrieb. Das ist es. Das ist wie ein Zitronenrührei. Da habe ich jetzt normale Brösel und Panko-Mehl. Das kennen Sie, ist ein bisschen gröber. Und da geben wir jetzt rein Sesam. Brauchen Sie nicht kleinlich sein, sonst sehen Sie ihn ja nicht. Weißen und schwarzen Sesam. Und jetzt geht's los. Ein bisschen aufpassen, dass er einen nicht bricht. Doppelgriffiges Mehl habe ich genommen, damit es nicht klumpt. Jetzt da rein. Ein bisschen schütteln, ein bisschen auseinander. Ja. Wegen mir können Sie noch ein bisschen liegen lassen, dass Sie die alle so ein bisschen anfreunden. Aber Sie werden sehen, das Rührei müssen Sie mal so machen. Und das können Sie auch als Rührei so machen. Gell? Schmeckt auch recht gut. Reinlegen, schütteln, so wie beim Schnitzel. Nicht zu stark klopfen. Oben nochmal hineinlegen. Und jetzt sehen Sie, dass er da ein bisschen schwach auf der Brust ist. Jetzt können Sie den noch mal panieren, reinlegen, noch mal, ganz leicht, abtropfen, noch mal rein. Und jetzt ist er ein bisschen kräftiger. Jetzt haben Sie eine schöne Hülle außen. Dann, auch wenn es innen warm wird, dann schmilzt er nicht weg oder geht nicht kaputt. Jetzt tun wir, da muss jetzt ein bisschen mehr Öl reingeben, klar, weil sonst brät er ja nicht. Das ist jetzt wie beim Schnitzel. Legen wir ihn vorsichtig rein. Jawohl, wer sagt's denn? Den lasse ich jetzt langsam anbraten. Das gleiche mache ich mit meinen Garnelen oder Scampi. Die habe ich jetzt da. Und jetzt schauen Sie noch mal den Salat hier an. Gell? Jetzt können Sie es da reinschmeißen. Kann man sagen, passt nicht dazu. Und deswegen mache ich so größere Stücke jetzt. Und die brate ich einfach ganz, ganz bisschen an, weil auch die sollen marinieren und nicht nur oben drauf liegen. Genau. Nochmal. Wie viel habe ich denn? Den könnt ihr noch mal oben dann drauflegen, dass man weiß, aha, da sind ja Scampi dabei. Das lassen wir jetzt langsam vor sich hin braten. Nicht zu schnell, weil sonst verbrennt ja das Außen. Der soll da innen schön lauwarm sein und außen eben eine schöne Kruste haben. Ja, wie sagt's denn? Ja, schaut gut aus, gell? Find ich auch. Jetzt ist natürlich so, die Garnelen brauchen natürlich auch einen Geschmackerl. Jetzt ein bisschen Chili rein, dann was ich halt immer mache. Ein bisschen Zimt rein, etwas Vanille mitbraten. Das macht dann einen guten Geschmack, wenn der Knoblauch mit drin ist. In dem Fall schneide ich die Knoblauchscheiben ein bisschen dicker, ein bisschen gröber. Jawohl. Den stellen wir ein bisschen auf. Da sieht man ja, sodass der ein bisschen noch was mitkriegt. Ja,
Jawohl. Jetzt hat er, hat er's. Und das klingt dann so ein bisschen hohl, wenn sie da hinklopfen. Dann merken sie, aha, die Panade zieht sich ein bisschen auf. Das ist fertig. Und hier sieht man schön glasig. Jetzt gebe ich meine Stickerl da rein. Das andere nehme ich als Garnitur oben her. Gefällt mir gut. Was mir noch ein bisschen abgeht, ist vielleicht von dem Sellerie noch was. Also wenn sie es oben haben, bitte nicht wegschmeißen, die Blattl. Ein bisschen auftun. Und dann natürlich etwas Petersilie. Richtig grob hacken, gell? Nicht zu fein. Letzte Sekunde. Und reingeben. Jetzt wird er. Und da habe ich noch ein bisschen Minze. Das habe ich noch nie gemacht. Minze habe ich da noch nie rein. Dann tun sie es halt einmal rein. Schmeckt super. Auch grob hacken. Nein. Und jetzt gehe ich noch ganz, ganz bisschen mit dem Zimt drüber. Das ist oft der Kick, dass man sagt, was hat er denn jetzt wieder rein, der Hundling? Und etwas schwarzen Pfeffer. Zimt und schwarzer Pfeffer, toll. Jetzt richtig so. Als Captain gebe ich das jetzt vorne drauf. Mit dem stechen wir jetzt in See. Also, unsere erste Mezzete ist fertig. Da haben wir jetzt den gebackenen Feta-Käse. Vielleicht haben sie den so noch nie probiert, aber ich sage ihnen, das schmeckt ihnen. Das macht ihnen Spaß, das ist richtig gut. Das sind doch zwei wunderschöne Vorspeisen. Da geben sie jetzt ein bisschen Olivenöl her. Käse, mag ich Olivenöl. Und jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon mal probiert haben, mit ein bisschen Honig, den so ein bisschen drüber säuseln lassen. Und zum Honig können natürlich auch ein paar Walnüsse. Die können wir noch drauflegen. Vielleicht ein bisschen am Rand, weil ich auch das noch mit meinen Blumen garnieren möchte. Da tue ich mal die rein, dann die drauf. Da vielleicht auch noch eine her. Jetzt habe ich noch ein bisschen was vom Sellerie über. Das steckt man noch da rein. Passt gut zu der Blüte dazu. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann kriegt man so, da kriege ich jetzt richtig Hunger. Da greife ich jetzt gleich an.